die Ras Prosecutor. Oh. Erstmal den Text kurz. Erzähle ich gleich. Na, ich hab vergessen, was ich... Genau. Sagt er jetzt. Sie untersteht Captain Spinnet. Die Prosecutor war unsere erste Heimat. Wir waren lange auf ihr stationiert. Zuletzt hat sie im Corellia-Sektor republikanische Handelswege gegen die Separatisten verteidigt. Wir haben vor über 2 Wochen den Kontakt mit ihr verloren. Das darf nicht wahr sein. Haben die sich etwa selbstständig gemacht? Unwahrscheinlich. Bei allem Respekt, Sir, das könnte eine Falle sein. Eben deshalb schicken wir unser bestes Team, um der Sache nachzugehen, Delta 4-0. Ihre ausgezeichnete Arbeit auf Geonosis ist nicht unbemerkt geblieben. Hast du gehört, Sieben? Jemand hält mich für ausgezeichnet. Na ja, dann mal willkommen im Club. Delta-Team, bereiten Sie sich auf niedrige Schwerkraft vor. Versiegeln Sie Ihre Anzüge. Viel Glück. Oh ja, und das ist jetzt praktisch... der nächste Abschnitt. Ein Raumschiff. Wichtige Informationen sicherzustellen. Ihr Primärziel ist der Flugschreiber des Datenkerns Achtern. Stoßen Sie anschließend zu Ihrem Team. Wir holen Sie dann ab. Darüber hinaus werden Sie Ihre Leute nach Bedarf bei der Ausführung Ihrer Befehle unterstützen. 07 hat Befehl, die Logdateien des Datenkerns auf Steuerbord zu sichern. Delta 4-0 kümmert sich um den Datenkern auf Backbord. Ihr Frachtlisten und... Deltas, die Verbindung zum Berater ist gestört. Hat einer von Ihnen noch Kontakt? Kein Signal, Sir. 07 Ende. Ich höre nur Rauschen, Boss. 62 Ende. Negativ, Teamleader. 40 Ende. Ich wüsste gerne, was da los ist. Das ist nicht wichtig, oder, Sir? Stimmt, 40. Sobald die Leitung wieder steht, wird er sich wieder melden. Wir müssen bis dahin ein paar Daten besorgen. Ausschwärmen, Deltas! Tja, das kommt mir irgendwie... bisschen komisch vor. Kein Kontakt. Ah, verdammte. Immer ist einer dieser Minox übrig geblieben. Minox im Torpedolager. Ja, oder Minox. Erteilen wir unseren diebischen Freunden eine Lektion in Sachen Disziplin. Deltas, Statusbericht. Vitaldaten? 407. Ich hab nichts. Hier Delta 4-0, noch keine Vitaldaten. Hier 6-2, nur von den Minox, Sir. Erbärmlich. Wenn sich das Ungeziefer weiter durch die Leitungen frisst, ist das Schiff bald nur noch ein Haufen Schrott. Hier 6-2, ich habe ein paar Interferenzen auf meinem Visor. Jetzt sind sie weg. Seltsam. 6-2 nochmal, ich habe wieder Interferenzen. Diesmal sind sie stärker, kann fast nicht sehen. Was ist das? Ah! 6-2, Delta 6-2, hören Sie mich. Bitte melden. Hau ab, du verdammter Blechhaufen! 6-2. Aha, Blechhaufen. Deltas, ich habe 6-2 verloren. Ist jemand in der Nähe, um nach ihm zu sehen? Bitte melden. Negativ, sind das Druiden? Sir. Ich muss aufpassen, Sir. Hey, ein Kommando. Gott sei Dank. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Ich wollte gerade die Wartungsschächte scannen, als ich Blasterschüsse hörte. Ich bin sofort losgelaufen, aber als ich ankam, waren alle tot. Also haben sie sich im Torpedolager versteckt. Nein, Sir. Ich wollte einen Torpedo abfeuern, um die Republik zu warnen. Mhm. Aber jetzt sind sie ja da. Tausend Dank für die Rettung. Na, wenigstens hat er uns das Gitter hier geopfert. Oh, nö, ey.
Dinger wollten mir ein Loch in den Kopf bohren. Deltas, ich glaube, ich weiß, was mit 6-2 passiert ist. Eine Art Sander-Droide. Achten Sie auf Interferenzen. Fixer, suchen Sie weiter nach 6-2. Das soll keine Drei-Mann-Show werden. Scheiße, ey. Einmal kurz nicht aufgepasst, schon fast alles Leben verloren. Nein. Zack. Los, los, los! Na, gegen wen kämpfen die wohl? Wir haben hier einen toten Trooper, Deltas. Wie es aussieht, lauern auf diesem Schiff vielleicht nur Droiden. Egal, wer das Schiff gestohlen hat, er hat ja einiges geändert, Deltas. Der Flur zum Datenkern auf Achtern ist blockiert. Ich hoffe, Sie kriechen gerne, Sir. Wir müssen nämlich durch die Droidenzugangsschächte. Das ist der einzige Weg. Großartig. Vielleicht müssen Sie sich reinhacken. Machen wir doch glatt. Ich muss nur die Zugangsbeschränkungen knacken. Oh. Ja, genau! Alter, wie nervig die Viecher sind, ey. Das gibt es nicht. Diese Dinger wollten mir ein Loch in den Kopf bohren. Deltas, ich glaube, ich weiß, was mit 6-2 passiert ist. Hat mich nur leider keiner angegriffen. Achten Sie auf Interferenzen. Fixer, suchen Sie weiter nach 6-2. Das soll keine Drei-Mann-Show werden. Los, los, los! Weiter so, Kleiner. Wir haben hier einen toten Trooper, Deltas. Wie es aussieht, lauern auf diesem Schiff nicht nur Droiden. Egal, wer das Schiff gestohlen hat, er hat ja einiges geändert, Deltas. Der Flur zum Datenkern auf Achtern ist blockiert. Ich hoffe, Sie kriechen gerne, Sir. Wir müssen nämlich durch die Droidenzugangsschächte. Das ist der einzige Weg. Großartig. Vielleicht müssen Sie sich reinhacken. Ich muss nur die Zugangsbeschränkungen knacken. Boah, das gibt es nicht. Wie die all meinen Schüssen ausweichen hier. Zack. Oh, super, ey. Leck mich doch am Arsch, Mann. Ich mach gleich Schnellspeichern einfach davor und gut ist. Dann ist die Geschichte gegessen. Wie so ein paar kleine Wichser so nervig sein können, ey. Das gibt es ja gar nicht. Achso, wo kommt... Was mit 6-2 passiert ist. Eine Art Sander-Droide. Achten Sie auf Interferenzen. Wo kommt das Viech denn auf einmal wieder her? Das gibt es doch bald nicht. Ja, ich donner den gleich einfach so eine Elektrogranate an den Kopf und dann ist das hoffentlich auch erledigt. Los, los, los! Weiter so, Kleiner. Wir haben hier einen toten Trooper, Deltas. Wie es aussieht, lauern auf diesem Schiff nicht nur Droiden. Egal, wer das Schiff gestohlen hat, er hat ja einiges geändert, Deltas. Der Flur zum Datenkern auf Achtern ist blockiert. Ich hoffe, Sie kriechen gerne, Sir. Wir müssen nämlich durch die Droidenzugangsschächte. Das ist der einzige Weg. Großartig. Vielleicht müssen Sie sich reinhacken. Ich muss nur die Zugangsbeschränkungen knacken. Wieder ein paar Droiden für den Schrotthaufen. So, fertig. Alles klar. Scheint wohl nur einmal zu kommen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Die Schächte müssten in die Nähe des Steuerbordkerns führen. Genau zu mir. Okay, warten Sie. Wir treffen uns am Kern.
sind Sie ja, Sir. Wir sind nah genug dran, um den Status der anderen zu überwachen. Wie lautet Ihre Position, 7? Ich bin im Steuerbord-Datenkern. In Ihrer Nähe müsste ein Sichtfenster sein. Alles klar. An der Stelle mache ich nochmal eine Aufnahmepause und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. Gut, dann mache ich an der Stelle mal Schluss. Tschüss.